Die Wissenschaft hielt Einzug bei der Firma Smiles Elektrofahrzeuge. Der Memon-Erfinder Winfried Dochow installierte zunächst seine vielversprechende Innovation, die den Elektrosmog generell in den Griff bekommt. Unsere Technologie kann eigentlich überall eingreifen, wo elektromagnetische Felder aktiv sind. Sei es jetzt im Auto für die Zukunftstechnologie Elektroauto, aber auch in Hybridfahrzeugen und anderen elektrischen Systemen, sage ich mal. Zum Test wurde ein zweites Elektrofahrzeug ohne die Memon-Technologie zur Verfügung gestellt. Unter Leitung des Arztes und Wissenschaftlers Dr. Michael Steinhöfel wurden von insgesamt 6 Probanden an diesem Tag 3 verschiedene Blutproben entnommen. Für das Dunkelfeldmikroskop genügt dem Mediziner dabei ein Tropfen Blut. Das erste Blutbild wurde bei allen Testteilnehmern vor den Fahrten mit den Elektrofahrzeugen entnommen. Auch der Vorstand der Smiles AG, Hartmut Friedrichs, stellte sich in den Dienst der Wissenschaft. Aus gutem Grund, wie er selbst erörtert. Ja, ich glaube, das ist ja in aller Munde. Es fängt mit dem Handy an, wo wir alle denken, was passiert da mit uns. Ich sag mal heute, wir wissen alle nicht, was für Strahlungen in der Luft liegen. Und ich glaube, das hört nicht nur beim Elektrofahrzeug dann auf. Zusätzlich zu den Bluttests wurde auch der sogenannte Synchrotest durchgeführt. Hierbei kann den Probanden der sofortige Energieabfall gezeigt werden, sobald sie das Elektrofahrzeug betreten. Die erste Testfahrt wurde von allen Teilnehmern im Fahrzeug 1, in dem die Memon-Technologie nicht installiert wurde, durchgeführt. Auf halber Strecke, das heißt nach 15 Minuten, wechselten die Testpersonen die Seiten, sodass jeder seinen Streckenabschnitt als Fahrer und als Beifahrer zurückgelegt hatte. Am Blutbild würde sich anschließend ablesen können, inwiefern sich eine Veränderung nach der Fahrt zeigt. In der Wissenschaft wird vom Geldrollenphänomen gesprochen, wenn sich die Blutzellen stressbedingt verklumpen und damit den regulären Blutfluss stören. Eine Anhäufung dieses Phänomens kann zu Krankheiten führen. Man sieht deutlich die Veränderung. Ne? Und jetzt sind es hier lauter so Würste. Das nennt man Geldrollenphänomen. Das sind lauter so Würste, die hängen zusammen. Das heißt, das kann nicht mehr so gut fließen. Das stockt auch in den allerfeinsten Gefäßen. Die sind ja Bruchteile von Millimetern groß. Da bleibt es dann stecken, sozusagen. Anschließend kam das Fahrzeug mit Memon-Technologie zum Einsatz. Und schon beim Synchrotest zeigte sich eine erste Tendenz. Kein Abfall der Zellenergie. Jetzt wurde es spannend. Bisher hatte sich die Memon-Technologie bei allen Benzin- und Dieselfahrzeugen und auch Hybridfahrzeugen eindeutig bewährt. Würde auch das Elektromobil der wissenschaftlichen Überprüfung standhalten? Nach der Fahrt ohne Memon waren doch massiv Geldrollenbildung zu sehen. Das haben wir hier dokumentieren können. Das Blut war dickflüssiger und konnte auf jeden Fall nicht so gut Sauerstoff transportieren und konnte nicht in die Endbahnen der Blutströme gelangen. Nach der Fahrt mit Memon war dieses Phänomen praktisch aufgehoben. Das Blut war genauso gut wie vorher. Zur besseren Übersicht nochmals die Blutbilder im direkten Vergleich. Zunächst vor der Fahrt, dann nach der Fahrt ohne Memon, schließlich das Resultat mit der eingebauten Memon-Technologie. Das Resümee des Wissenschaftlers? Wir können sagen, dass wir zu 100% in dem Fall bei allen 6 Probanden durch Fahren mit einem Elektroauto ein verdicktes, dickflüssigeres Blut gesehen haben, was natürlich Nachteile für die Durchblutung hat, für die Konzentration, für die Organfunktion. Und ausnahmslos bei allen 6 Probanden eine deutliche Verbesserung bzw. Rückbildung bis zum komplett normalen Blut gesehen haben, unter Einsatz des Memon-Transformers. An diesem Tag konnte bei Smiles wohl nur zufrieden gelächelt werden.
ich war eigentlich im Vorhinein schon überzeugt davon, dass wir signifikante Ergebnisse bekommen, wenn wir vorher und nachher messen, weil das bestätigt nur unsere bisherige Arbeit.